Wir wollen den Punkt Q minus 2-6 an dem Punkt Z 1-2 spiegeln. Zuallererst zeichnen wir die Punkte in unser Koordinatensystem. Q liegt bei minus 2-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das wäre hier. Und Z, also unser Spiegelpunkt, liegt bei 1-2. Und nun, um Q spiegeln zu können, bewegen wir uns von diesem Punkt in Richtung unseres Spiegelpunktes. Das heißt, wir gehen von Q aus um 1, 2, 3, 4 Einheiten nach unten und um 1, 2, 3 Einheiten nach rechts. Und genau diese Bewegung wiederholen wir. Das heißt, von Z aus gehen wir um 1, 2, 3, 4 Einheiten nach unten und um 3 Einheiten wieder nach rechts. 1, 2, 3. Und landen somit bei unserem gespiegelten Q. Diese Koordinaten lesen wir einfach ab. Das heißt, bei x 1, 2, 3, 4, bei x 4, Strich minus 2. Und somit wären wir fertig.